für ein Krach? Na, habt ihr gut geschlafen? Ich hab geschlafen wie ein Stein. Ja, was macht der denn da? Oh nein. Also ihr müsst mal im Garten gucken. Komm, Martin. Hier ist vielleicht ein Zirkus in der Lagerfrühe. Na, nee. Morgen! Morgen! Na, wie war's in deinem Zelt? Bist gemeinsam so gesehen. Sag mal, wollen wir uns heute nach dem Frühstück nicht mal absetzen? Wieso? Wir wollten ja alle zusammen im Schloss Berge Mittagessen. Ach so. Stimmt auch wieder. Los, aufstehen! Die Sonne scheint! Lieber hier, der Opa da drüben hat kein warmes Wasser. Oh, Entschuldigung. Hast du Pech, ist auch nur kaltet. Also, tut euch mal nicht verbimpern. Kalt Wasser ist viel gesünder. Morgen ist Bett. Oh, Jakob. Da meint ihr vielleicht, wir heizen den ganzen Kessel für so ein bisschen warmes Wasser? Ach, riecht ja schon so. Wo ist denn Kalle? Ich werde gleich kommen. Ja. Morgen. Morgen. Mein Gott, ich guck dir schon nichts weg. Schreien Sie nicht so rum. Packen Sie mein Leder jetzt Zelt weg. Wir wollen gleich schön zusammen im Garten frühstücken. Ja, ja, gut. Morgen. Morgen. Entschuldigung. Na, Martina, wie hat es dir denn gefallen bei uns? Hm? Toll, ne? Oder? War ganz gut. War schön, ne? Am liebsten würde ich hier bleiben. Nee, du fährst jetzt schön mit. Das war ja verabredet. Lecker Brötchen, ne? Jo, hast du den Kaffee schon fertig? Aber sicher. Ah, jetzt können wir gleich anfangen. Ines, nimmst du mal so. Ja, klar. Ja. Na, du Seifel, der ist in der Pent. Gut, besser als du. Ja. Moin, Karlein. Morgen, morgen allerseits. Morgen. Morgen. Morgen, setz dich hierher, ja? Danke. Eierkisch hier. Komm, sprich dir. Was denn? Ja, so mal rum hier. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, findest du? Ah, schön. Guten Morgen. Oh. Allerseits. Morgen, Opa. Was? Hast du schon gefrühstückt? Was? Hast du schon gefrühstückt? Nein. Dann komm, wir haben lecker Brötchen. Ja. Was haben wir? Lecker Brötchen. Ja, komm. Komm, Ines, dann rückst du ein bisschen an, der Opa noch Platz. Ist ein bisschen tief hier. Da willst du hier sitzen? Nee, es geht. Es geht schon. Bitte ziehe an Baum, ja? Mega am Baum. Bezieht sich, und morgen war es so schön. Ja, auch von Güte mal so, ne? Ja. Komm, Opa. Ja. Aber halt euch mal ein bisschen, wir müssen bald los, ne? Ja, jetzt mal nicht. Ja, ja. Dann warte mal, bis ich gefrühstückt habe. So viel Zeit wird doch noch sein, ne? Ja, wir müssen noch nicht mit dem Brötchen. Danke. Was? Pflaumus? Womit? Pflaumus. Was? Pflaumenmus. Ja, Pflaumenmus. Hier irgendwo noch einen Stuhl? Ah, du, da hinten im Schuppen ist noch ein, oder? Meine Glaube da vorne. Ob ich dicker oder dünner drauf machen soll? Dünner. Dünner. Wo ist denn der Herr Hammer? Der holt sich einen Stuhl aus der Laube da hinten. Er ruht mal hier ein bisschen zusammen. So? Du? Ja, so. Mit dem Brötchen. Ja. Wer meckert denn hier? Ja, hier, deine Ziege. Berger. Ja, er fragt ja. Tschüss, macht's gut, gell? Oh, du Leute, wartet doch. Ein Augenblickchen könnt ihr doch noch auf mich warten. Ich hab doch hier noch was für euch. Ach, der Opa wird aufgesetzt. Ja, ja, und den sollt ihr doch haben, dann ist doch ein echt aufgesetzt. Hier, den müsst ihr. Ist für jeden Bereich genug. Ja. Also hier. Scheiß Wetter. Auf, was macht dein Zeitplan? Willst du mir nicht sagen, was du hast? Ach, hör doch auf, Lisbeth. Wenn der Jakob alle macht, wie er sich einsetzt, wie lieb er zu der Martina ist, wie er die Jugend versteht und was er noch alles versteht. Ach, warum rede ich überhaupt? Ach, Kalle. Ja.
Fußgänger ist, muss man damit kein Fußgänger gehen. Opa, bringst du mich über die Straße? Aber gerne, ist doch grün. Aber mit dem Fahrrad darf man nicht alleine. Das verstehe ich nicht. Da komm mal. Im Schlossgarten und Schlosspark, die in den Hunden an der Leine geführt werden solle und Radfahrer vom Sattel absitzen müssen. Damals gab es doch gar keine Radfahrer. Ja, wenn sie auch absitzen müssen, wird wohl auch welche gegeben haben. Ja, nun sei du mal nicht immer so batzig. Oh, was einen schönen Garten. Jetzt aber, du hättest aber auch mal was anderes anziehen können als diese ewigen Blue Jeans Buchsen. Denkst du, ich zieh ein Abendkleid an? Man kann sich doch mal ein bisschen nett machen als Mädchen. Man muss sich ja schämen. Und du siehst auch aus wie so ein ollen Schlünz. Du wirst schon mal einmal im Schloss essen. Na, guck dich doch mal an. Na, warte mal ab. Guten Tag. Ich gehe da mal runter. Ich komm mit. Da gehen wir hier, ne? Hast du was? Zeig ich dir. Guten Tag. Guten Tag. Das sieht aber teuer aus. Hier gibt es bestimmt kein Bier vom Fass. Wollen wir uns einsetzen? Hm. Guten Tag. Was hast du eigentlich heute für eine Laune? Den ganzen Morgen gucke ich mir schon deine Flappe an. Du? Gleich fängst du dir aber mal eine. Meine Güte, darf man hier überhaupt nichts mehr sagen? Du hältst jetzt den Rand. Ich glaube, ich muss auch mal. So ein Getue. Die spinnen ja wohl. Jetzt hör dir das an. Feinste Nusscroissants mit dem Charme französischer Bistros in goldgelber Landbutter gebacken. Je schöner was heißt, umso mehr da wird kosten, das ist doch klar. Was hast du eigentlich? Was soll ich denn haben? Liebeskummer. Muss doch nicht auch mal pinkeln? Einen schönen guten Tag. Haben Sie schon was gefunden? Wir warten auf unsere Damen. Möchten Sie vielleicht was zu trinken? Sagen Sie mal, haben Sie auch was Ordentliches zu essen oder nur den Zauber? Ja? Nur das, was auf der Karte steht. Wenigstens schon im Hintern hat sie. Davon werden wir auch nicht satt. Ich hab schon richtig Farbe gekriegt. Dann mach dir gute Luft. Dass im Sofort gute Luft ist, das ist mir neu. Was ist? Verstopfung? Nein, ist so eng hier. 28.000 Tonnen Staub fallen hier jedes Jahr runter. Wie? Wo runter? Aus der Luft und so. Stand in der Zeitung. Aber die schreiben auch viel, wenn der Tag lang ist. Wie viel? 28.000 Tonnen. Das muss man doch merken, das tut doch weh so viel. Was sagst du jetzt?
mich aber platt. Ja, wenn wir schon mal fein essen gehen, dann will ich auch nett aussehen. Siehst du das? Hast du denn das jetzt hergezaubert? Aus der Tüte. Sonderangebot, 39 Mark. Lautschnich sitzt immer fast in jede Tasche. Attraktiv und preiswert. Schön, oder? Praktisch jedenfalls. Ja, wenn irgendwo so ein Stand ist, wo einer was anbietet, da komme ich nicht dran vorbei. Trockenschaum, Zauberstab der Hausfrau, Kartoffelmesser, das Kleid hier, muss ich alles kaufen. Quasi eine Methode, nachher kann man die Dinger wieder wegschmeißen. Ja, ich habe mich schon so oft verkauft. Aber mit dem Kleid doch nicht, oder? Nö, komm mir direkt schäbig dagegen vor. Ach, du hast ja noch die Jugend als Schmuck. So, komm jetzt aber rauf, sonst sind sie im Tran eh willkommen. Warte mal, guck was raus. Oh, danke schön, danke. Das ist ja wohl das Allerletzte. So war es ja überhaupt nicht. Vielleicht darf ich jetzt auch mal was sagen. Ich... Oh Mann, wegen so einem kleinen Kuss. Ich weiß noch nicht mal, wie dieser Typ heißt. Du kommst ja also nicht dämlich vor, dass du einfach abgehauen bist, ohne dich zu zeigen. Moment mal. Soll ich Ihnen 5 Mark fürs Kino geben? Da ist es spannender als hier. Das ist ja eine Unverschämtheit. Haben Sie das gehört? Also die Jugend heutzutage ist derartig frech. Da müssen wirklich mal wieder andere Zeiten kommen, nicht? Schade, dass Leute wie Sie nie von alleine ausstören. Ja, wie man in den Wald hineinruft. Was ist denn jetzt los? Sei nicht so frech. Sie sind hier alle verrückt, die küssen mich andauernd. Und gehen Sie eigentlich pinkeln und glotzen Sie mich nicht so an. Wölfchen? Das war ja gar nicht so. Wölfchen! Wölfchen! Sie haben aber schöne Preise. Wir sind auch keine Schnellgaststätte. Also ich hätte ganz gerne mal 4. Die Steinpilze. Mhm. Ja, ich nehme Kalbschnitzel à la Romana. Die Nummer 5. Ja, ja, bitte. Mit Salbei und Rohschinken in Butter gebacken und dazu Rosmarinkartoffeln. Ja. Ja. Und bitte noch ein Gläschen Weißwein. Ein Mosel? Ja, ja, Mosel. Und ich eine Orangensaft. Eine Orangensaft. Und was darf für Sie sein? Ich nehme dann auch die Nummer 4, bitte, ja. Auch die Steinpilze? Ja. Ja. Und für Sie? Nummer 1. Schnitzel. Ja, kann nichts passieren. Dankeschön. Bitte sehr. Gefällt es dir nicht? Da habe ich was gesagt. Ich mach mal meinen Schnitzel, das ist heiß. Nee, ist mal nichts. Oh, das ist aber mal. Na gut. Dein Fahrrad? Guck mal. Außer ist, was ich jetzt ne? Ketchup. Schmecken. Lecker. Wusste denn? Ketchup brauche ich. Weißt du was? Da sind überhaupt keine Pilze drin. Na, das ist ein Original. Hey, guck mal die Martina. Was macht die denn da? Ich komme gleich wieder. Na? Was willst du denn hier? Ein bisschen frische Luft schnappen. Was ist denn los, Martina? Nix. Na, das merke ich. Soll ich raten? Ist nix. Also dein Wölfchen, den finde ich ganz nett. Ein bisschen frech vielleicht, aber sonst ganz in Ordnung. Du kennst den doch gar nicht. Doch, seit gestern schon. Er war in unser Fritz. Als sie alle weg war, da kam er da an. Und dann haben wir uns ganz gut unterhalten. Und da ist er wieder einfach abgefahren. Und beleidigt ist er auch. Ach, was, Martina. Was da rumgeschickt und er war eben eifersüchtig. Und das macht nichts. Er geht vorbei. Aber zeig doch, dass er dich mag, he? Du. Und über was habt ihr euch unterhalten? Über mich? Nee, nee, über ihn. Na, ich wollte den doch kennenlernen. Gefällt mir. Cleveres Kerlchen.
Na ehrlich. Darf ich ihn anrufen? Also lass ihn kommen. Alles klar? Alles klar. Ich gehe dann jetzt. Ja. Na, lauter Karpfen. Robert haben wir früher mit Kabit gefangen. Wie mit Kabit? Kennst du das nicht? Kabit in eine Flasche, rein in den See und warm, explodiert die ganze Chose. Liegen die Fische so auf dem Wasser, Schwimmblase geplatzt, kannst du einsammeln. Die haben die bloß ganz normal gefangen. Mit Würmer und so. Würmer hatten wir nicht. Lecker, lecker. Eine dürre Hippe. Ordentlich ist mir lieber. Sag mal, machst du auch manchmal so was nebenbei? Na? Darf ich auch mal? Schmeckt's dir? Ich musste als Kind schon immer warten. Da hinten rechts habe ich gewohnt. Da drüben war die Schule. Und immer, wenn wir zu spät kamen, hieß es, die runteren Schranken waren schuld. Warum fahren wir denn jetzt ausgerechnet nach Gelsenkirchen? Ach, weil ich da mal wieder gucken will. Aber wir wollen doch in den Zoo. Ich möchte mal gerne wissen, was es da zu gucken gibt. Schließlich bin ich ja groß geworden, Lisbeth. Zoo fahren wir später. Erst will ich zeigen, wo ich aufgewachsen bin. Du bist richtig gemein. Ich wollte mich mit Wölfen... Ja Gott, ich zwinge euch doch nicht. Dann macht ihr, was ihr wollt. Ich jedenfalls fahre dahin. Glück auf Kampfbahn, alten Güterbahn und alles. Ja, und alles. Das kann ich mir vorstellen, weil das ist und alles. Papas alte Liebe, stimmt? Du hältst einen Rand. Harald! 1526. Pünktlich wie die Bundesbahn. Ja. Bist du auch in den Zoo? Du etwa nicht? Könnten wir uns da jetzt mal absetzen. Nö, Harald, ich will in den Zoo. Die Bruder, ist das etwa der Stanley Bruder sein Laden? Na klar. Und alle eine Bude oder eine Tankstelle. Bräuchte man Zigaretten? Können wir da kaufen? Lieber Gott, wie Bude sein Laden. Da quatsche ich euch doch für die nächsten 3 Stunden fest. Ja, wieso denn? Ich denke, ihr wollt in den Zoo oder einen Vater. Ja, und du? Ja, ich komme später nach. Oder wir treffen uns im Sportweg. Das war früher mal waren. Weißt du doch. Also, tschüss. Ines? Willst du also noch in den Zoo? Ja, sicher. Hey, Karl-Heinz, warte, ich komm mit! Bring mir wenigstens meine Illustrierte mit! Mach ich, bis später! Ein Witz von dem Mann, dem es egal ist, wie teuer das Benzin ist? Nee. Der sagt mir, es ist wurscht. Ich tanze sowieso immer nur für 20 Mark. Mama! Was machst du denn? Heute geht aber auch alles schief. Oh, komm, Lisbeth. So was weint doch jemand wie du nicht. Mach mal schnell das Rad mal eben weg, falls das Auto kommt. Zeig mal. Alles immer in Gelsenkirchen. Ach, Mama. Ich wusste ganz genau, warum ich nie wieder nach Gelsenkirchen wollte. Ja, auch. Da war ein schöner Güterbahnhof. Da war die ganze Jugend verbracht. Das soll ein schöner Güterbahnhof gewesen sein. Ich guck dir das an. Alles weg. Die haben wir als Jungen schon rangiert. Das ist aber strafbar. Na, aber damals nicht so genau. Der Olli Wiedemann war da. Da hast du alles gedurft. Komm, gehen wir. Hier ist doch nichts los. Den abgestellten Waggons.
Haben wir leicht geknutscht, kann ich dir sagen. Ja, du mit deiner Ollen? Ja, nicht mit der Lisbeth. Da hatte ich schon einen Wagen wie die Karte. Nee, nee. Klärchen! Klärchen Rosendahl, eine große Liebe von mir. Und, was ist raus geworden? Warum, was ist raus geworden? Später kam die Lisbeth. Martina war unterwegs. Mit der Ines und mir, das klappt auch nicht. Diese war schwer in Ordnung. Da musst du ganz anders rangehen. Wie denn? Soll ich sie einfach umlegen oder was? Dauernd will sie diskutieren oder reden. Immer ist irgendwas. Eine schlaue Frau ist besser wie eine doofe. Was soll ich mit einer schlauen Frau, wenn da nichts ist? Warum pinnst du eigentlich mal im Zelt, du Arschloch? Du willst doch mal was anderes, nicht sie. Ach, leck mich doch. Am liebsten soll ich nach Hause fahren. Da läuft sowieso nichts. Willst du was Bums oder willst du mehr mit dir? Da musst du doch wissen, tätig sagen. Tät zu sagen. Du hast doch keine Ahnung, Mensch. Erste Liebe und die nächste gleich aufblasen. Findest du das besser? Mein Mann ist bei der Bundesbahn, ihre auch. Da kriegen wir doch Ermäßigung. Nur auf Ausweis. Mein Mann, der kommt ja gleich, dann zeigt er Ihnen den Ausweis. Wissen Sie, der kommt mit dem Fahrrad. Der hat so schwarze, zurückgekämmte Haare und so kurze Hosen an. Komm, Lisbeth, dann lass mal, ich lade euch ein. Eine Runde zu, bitte. Für drei Personen. 9 Mark, bitte. Also, dass Sie so stur sein können. Das ist sowieso keinen Sinn. Bitte? Wieso denn? Her kommt mein Mann und zeigt den Ausweis. Dann tut es Ihnen nämlich leid. Ist doch wahr. Da steht es doch. Ermäßigung Bundesbahn. Mein Gott, bin ich hier früher oft gewesen. Mehr wie in der Schule oder sonst wo. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Geld, was die Fußballer nachgeschmissen kriegen, das hätte ich gerne. Wie nachgeschmissen? Die leisten doch auch was. Hör auf, das ist alles Schiebung. Ey, was machst du? Das siehst du doch. Ich will hier mal wieder rüber. Hör auf, Mann, wenn das einer sieht. Ist doch keiner da. Hier bin ich früher immer rüber, wenn das Spiel aus war. Au! Scheiße! Siehste, aber du denkst, du wärst ein junger Spott. Ach, leck mir doch in den Tisch. Hilf mir lieber rüber. Da bin ich bescheuert, wenn ich mir auch noch eine Pille aufreiße. Na, schaffst du? Na, was ist? Ach, was ist? Wenn man nicht mehr sportlich ist. Keine Übung. Du hast nicht mal trainiert, wie du jung warst. Kalle? Hier. Hier habe ich trainiert, Tag für Tag. Hier habe ich alles vergessen. Das beschissene Zuhause mit dem Klo auf dem Flur, besoffenen Vater, die 2 Zimmer. Alles. Meinst du, ich stelle mich jetzt hier hin und höre mir dein Leben an? Ich fahre in die Wirtschaft. Fahr doch, du Pfeife. Bist sowieso ein Arschloch. Kommst du mit? Der Libuda steht da selber drin? Sicher steht der Libuda da selber drin. Weißt du noch? Schottland, 3-2 in der 79. Minute. Mein Gott, war das toll. Als wenn ein Engelchen über das Herz pinkelt. Schon auf so einem Kirchenplakat. An Gott kommt keiner vorbei. Hier. Weißt du, was sie drunter geschrieben haben? Ja, ihr solltet wissen. Nur ist der Libuda. Also ich stehe ja immer mehr auf Borussia Dortmund. Das würde ich aber hier lieber nicht so laut sagen. Die Sache mit den Schäferhunden, die ist nie verziehen. Ach, sicher ist das verziehen. Was denn für Schäferhunde? Ja, weißt du nicht? Nee. Er fragt, was für Schäferhunde. 69, Stadion Rote Erde. Da kommen die Borussen mit so ein paar verrückt gewordenen Schäferhunde und wollen ordnen. Und die beißen den Friedel raus und den Häuser in den Arsch. Und wie die dann nach Schalke kamen, da waren die Löwen und Graf Westerholt da. Genau. Die haben gleich eine Warnung von den Borussen geschielt, was? Ja, Löwen im Stadion. Ja, das war schon immer schön hier in Schalke, oder? Moment, ist flau. Tja, es ist eben alles nicht mehr so,
wie es früher war. Na, Hertha, wo hast du deinen Ollen? Ach, der liegt besoffen in der Stube. Seit er die Maloche nicht mehr hat, ist nichts mehr los mit dem. Ein Bier, ein Korn, ja, und ein Samtkragen. Was Damenmode gibt es hier auch? Wie ist es? Willst du einen mittrinken? Ja, das sag ich nicht nein. Also, ich komm gleich wieder. Auf meine Rechnung. Wo willst du denn hin? Nimm mal so rum. Ja, warte, ich komm mit. Nein. Tschüss, bis später. Jo. Komm dann zurück. Er wandelt hier auf den Spuren seiner Vergangenheit. Und du, wie sind mit deinen Spuren? Fängst du schon wieder an? Suchen Sie was? Ja. Tönnissen, wohnt die nicht mehr hier? Tönnissen kenne ich nicht. Die Frau, die war, die hatte, sie war schlank. Im ersten Stock hat die gewohnt. Ja. Ach, die Datluder suchen Sie? Na, ich wollte mal gucken, ob die noch hier wohnt. Sehen Sie den neuen Kasten da? Wie sie geschieden wurde, ist sie danach dahin gezogen. Und ihr Mann, das weiß ich nicht. Na ja, danke schön. Du, guck mal, ja. Also, dass die Kinder das heutzutage alles so voll mitkriegen, die Pornos und das alles. Affen machen doch kein Porno. Also, ich hätte mich früher geniert, sowas anzugucken. Man sah doch wohl nicht fett. So machen sie wenigstens ihre Erfahrung. Allein und ich haben auch keine Erfahrung gemacht. Nicht wahr sein. Entschuldige meinen Aufzug, aber ich war in der Nähe und dann dachte ich, ich... Das ist ja ein Ding, dass du dich mal blicken lässt. Ja, komm rein. Komm. Was da und Sherry? Ehrlich gesagt, lieber ein Bier. Mhm. Wo ist denn dein Mann? Das weiß ich. Wir sind längst geschieden. Weißt du, dass du immer noch toll aussiehst? Was? Weißt du, dass du immer noch toll aussiehst? Oh, komm. Ich bin auch älter geworden, du. Was machst du denn so? Erzähl doch mal. Erzähl du doch mal. Was machst du denn so, hm? Bist du immer noch mit die... Ach, du weißt doch schon, die... Lisbeth. Richtig. Lisbeth. Sag mal, wann war denn das, wo du mir geschrieben hast, hm? Angerufen, nicht geschrieben. Hm? Wo du so unglücklich warst. Das ist ja ewig her. Ich wollte nur mit jemandem reden. Mhm. Und jetzt seid ihr immer noch zusammen. Lieber Gott. Und du bist immer alleine hier? Eigentlich wollte ich gar nicht kommen. Aber wieso? Also selbst wenn ich nicht allein wäre, hm? Abgesehen davon bin ich nie ganz allein, wenn du das meinst. Die Hähne, die wartet, bis man tot ist. Und dann frisst sie einen auf. Ist doch nett, dass sie wartet. Lux, kenn ich nur als Mann. Arme Viecher. Stellt euch mal vor, wie viel sie da totschlagen müssen für einen Mantel. Ja, wenn man einen Mantel kriegt, dann sind die sowieso schon tot. Und das ist doch nicht dein Ernst. Die Mama macht nie Spaß. Hat sie dich schon wieder hergelockt? Na, ich latsche seit einer halben Stunde hier durch und suche euch. Tag. Tag, Wölfchen. Wolf Rüdiger. Ach, kannst du ruhig Wölfchen sagen. Tag, Wolf. Oh, haben Sie sich wehgetan? Ach, ist halb so schlimm. Na, wie ist es? Schön jetzt wieder. Jetzt pass auf. Sag mal, bist du noch bei Trost? Dann kannst du jetzt selber trinken, oder? Hey, Freundchen, komm, her mit den 2 Mark. Wieso? Die haben wir selbst verdient. Komm, komm, her mit den 2 Mark oder ich kenne mich nicht mehr. Das macht nichts aus, wenn du dich nicht mehr selber kennst. Moment.
Aufhören! Na, du lasse doch! Geh mal raus! Steckst du doch sonst so hin, du? Also, dass du mit so alten Geschichten jetzt anfängst, verstehe ich überhaupt nicht. Also, kommst du mich besuchen oder ich dich, ja? Mein Gott, ich wollte dich einfach mal wiedersehen. Nur so. Nur so? Glaubst du, ich merke das nicht, dass bei dir was nicht stimmt zu Hause? Hm? Und du sagst dir, geh mal zu Klärken, die wartet schon noch auf mich. Nee, nee, nee. Siehst du, das ist es. Du hast so eine Art, einem alles umzudrehen. Das war schon damals so. Ist ja gar nicht wahr, hm? Na, ich glaube, hier ist besser. Du bleib nur noch ein bisschen, hm? Ich bring dir noch ein Bier. Ja, ich glaube, ich bin besser. Alles Gute. Bleib so, wie du bist, ja. Tschüss. Kann dem Viech doch nicht gefallen, da drin. Mich macht so auch ganz krank. So eingesperrte Tiere und immer angegafft werden. Da macht er mir ja nichts. Woher willst du das wissen? Du bist doch keins. Da wäre mancher Mensch froh, wenn er so schön hätte wie so ein Nilpferd. Faule Leben, keine Sorgen mit Wohnen, immer was zu essen, Swimmingpool. Du, wir fahren jetzt schon mal voraus, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis später. Tschüss. Wie lange arbeitest du schon da? Dreiviertel Jahr sowas. War ein bisschen nach Dortmund gekommen? Ich hatte einen Freund und der war aus Dortmund. Wart ihr lange zusammen? Ist vorbei. Ja, ja, wenn man nicht alles macht für die Männer. Du hast es doch ganz gut getroffen, oder? Ja, ja. Warum findest du Schalke gut? Nur, ich habe mal ein Spiel von Schalke gesehen und das fand ich spitze. Du sollst mich angucken, wenn er mit mir quatscht. Wann war das? Vor 2 bis 3 Jahren. Wann genau? Vor 2 Jahren. Und gegen wen? Gegen die Borussen. Wie ist das Spiel ausgegangen? 2:2 für die Borussen. Gib es doch gar nicht. Wer bist du ja? Ja, du Trainer. Tag, Fräulein. Wenn die anderen kommen, dann fahre ich nach Hause. Dann wollen wir noch einmal. Ich habe keine Lust mehr, ich fahre nach Haus. Hast du einen Webfehler? Hör mal, wir haben ein Spiel von Schalke gesehen. 2:2 für Borussia. Das gibt es gar nicht. Siehst du, das gibt es gar nicht. Ich nehme einen Zug und fahre nach Haus. Sag mal, wo bist du denn die ganze Zeit gewesen? Na, hier so rum. Fährst du alleine? Ja, Martina, wie geht's dir denn? Gut. Dann setz dich. Hallo, Wölfchen. Guten Tag, wir kennen uns ja schon. Ja. Ja, Martina. Wir sind schon mal vorgefahren. Ja. Ich mach dir mal Platz hier. Ich muss das jetzt klären. Mama kommt gleich und Ines auch. Ich fahr jetzt nach Hause. Ja, da kann ich sie mitnehmen. Geht das? Klar. Ach nee, bleib doch noch. Ich kann leider nicht. Papa, er kann doch noch bleiben. Natürlich kann er noch bleiben. Nee, das geht nicht. Ich muss morgen schon ganz früh aufstehen. Passt der Draht ins Auto? Na klar, ich komm mal. Dann packe ich jetzt meine Sachen zusammen. Gegenüber der Garage steht er. Also, tschüss. Kalla, alter Junge, lass dich mal wieder hier sehen. Ja. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das weiß ich nicht. Wieso fährt er jetzt? Das kann ich dir nicht sagen, Martina. Bitte schön. Danke sehr. Nee, nur vorübergehend. Kann man natürlich sagen. Was denn, die Sitter, wa? 2 Liter Capri. Und wo fährst du jetzt hin? Nirgends. Jetzt rauche ich hier erstmal eine mit dir. Wenn deine Alte kommt, kriegst du wieder ein Gefecht, wa? Ach, die kommt nicht. Die ist schon im Tran. Ist ja ganz schön frühreif. Und schön gebaut. Und du gehst ganz schön ran. Und du hast ganz schön was dagegen, ne? Na du?
geh mal rein. Miss Welt, hier. Komm. Was hast du da gemacht, sag mal? Ja, ich bin hingefallen. Was ist denn da passiert? Ach, ist halt so schlimm. Ja, tut das weh? Nee, lass komm, mal, setz dich. Sag mal. Ist ja nicht so schlimm. Du, wir fahren auch keinen Schritt weiter heute, ja? Wir nehmen uns hier ein paar schöne Zimmer. Übrigens, deine Zeitung habe ich auch mitgebracht. Das ist aber nett, dass du daran gedacht hast. Danke. Und jetzt hole ich was Schickes zu trinken, oder? Hm? Du. Der Harald will nach Hause. Aus. Macht dir das nichts? Nö. An deiner Stelle würde ich hierbleiben, du Feinfühl. Der Zimmer geht in Ordnung. Danke. Ein Doppelzimmer für euch bestellt. Du komm jetzt, nimm das hier und komm mit rüber. So, ich muss los jetzt. Ich geh schon. Auch jetzt zu spät, sonst leider. Tschüss. Tschüss. Kommst du mit? Ja, ich gehe noch mit raus. Da musst du schon weg? Ja, leider. Tschüss. Tschüss. Kommen Sie? Ich? Ja, wieso? Meinetwegen musst du nicht bleiben. Dann kann ich den Schlüssel haben. Was? Den Auto. Den Schlüssel hier. Fahr vorsichtig. Ja, klar. Entschuldige. Tschüss. Tschüss. Ja, komm, setz dich hin. Mit dem Zimmer, das geht in Ordnung. Doppelt für euch, drei Bit für uns. So. Zigarette? Ich hoffe doch nicht. Willst du sie nicht rüberholen? Nee? Nicht? Na? Warte mal. Nur so. Oh, Lisbeth. Oh, Lisbeth. Hm? Na komm. Zum Wohl. Also. Also. Frag euch. Warum bist du vorhin weggegangen? Ach, nur so. Mal nachdenken über alles. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Woanders hinsetzen? Die hat sich an mich rangeschmissen. Mein Gott, entschuldige dich doch nicht immer. Tue ich ja nicht. Ich meine bloß. Ist mir auch vollkommen wurscht. Mach mal Platz. Ich bin müde, ich will schlafen.